Heute bei Wer weiß denn sowas? Roman Lochmann im Team mit Bernhard Hoecker. Und sie spielen gegen Heiko Lochmann und Elton. Das Lochmann-Duell, es geht los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe, wer weiß denn sowas. Heute mit Roman Lochmann und Heiko Lochmann. Die beiden waren wirklich vor langer, langer Zeit schon mal bei uns zu Gast. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir das heute wiederholen können. Und die beiden brennen natürlich auf eine Revanche interfamiliär. Ja, es hat sich ein bisschen was getan, seit ihr das letzte Mal hier bei uns wart. Ja, ihr macht viel, viel mehr Musik, ne? Fast ausschließlich Musik, aber habt ja auch einen tollen Film gedreht. Seid sehr erfolgreich mit dem, was ihr tut und ich glaube auch sehr glücklich mit dem neuen Leben, in Anführungsstrichen, oder? Das recht, habe ich sehr glücklich. Ja, oder? Wir haben uns ja vor einiger Zeit getroffen und ich habe auch keinen anderen Eindruck gewonnen. Also, ich freue mich sehr, Roman Lochmann mit Bernhard Hoecker. Heiko Lochmann im Team mit Elton. Das wird garantiert eine spannende, lustige und unterhaltsame Sendung. Und ihr kommt ja auch aus Hessen. Ne? Und da habe ich gleich was ganz Spannendes am Anfang. Wussten Sie eigentlich das, meine Damen und Herren? Die Gebrüder Grimm, die ja auch aus Hessen kommen. Ja. Ne? Und man hat den Gebrüdern Grimm die Ehre zuteil werden lassen. In Marburg gibt es einen Grimm-Dich-Pfad. Nein. Ist das eine lustige Idee? Ja, das ist gut. Ja? Der Grimm-Dich-Pfad in Marburg. Falls ihr da mal vorbeikommt, mal hin. Schaut mal hin. Ne? So, jetzt gucken wir mal auf die Publikumsverteilung. Hinter Bernhard und Roman sitzen 49 Zuschauer. Hinter Heiko und Elton sitzen 48 Zuschauer. Sie wissen ja inzwischen, ist ja ein bisschen anders. Ein Teil des Publikums ist hier im Studio anwesend. Der andere Teil ist virtuell dabei, hat über die ARD-Quiz-App sich einen Platz hier ergattert. Und alle im Publikum sind gewinnberechtigt. Also jetzt gucken wir auf unsere heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind im Grünen, Chemie des Alltags, Schlagzeilen, Straßenverkehr, Unterwasser, Neuheit, Fragezeichen, total genial, damals Essen und Trinken, Filmstars und Hausbau. Jede richtige Antwort 500 Euro, ein Publikumsjoker für beide Teams. Und wenn wir Zwillinge bei uns zu Gast haben, dann darf ja immer der Ältere die erste Kategorie auswählen. Nein, natürlich nicht, da wo mehr Zuschauer sind. Der Kleinere. Doch, ihr dürft jetzt, aussuchen. Mit was wollen wir anfangen? Wollen wir direkt mit dem Straßenverkehr? Ja, natürlich, direkt Straßenverkehr. Direkt Straßenverkehr. Hast du einen Führerschein? Ja. Ein Auto, das mindestens 30 Jahre alt ist, kann trotzdem kein H-Kennzeichen für Oldtimer bekommen, wenn es A. Anbauteile hat, die jünger sind als 10 Jahre nach Erstzulassung, B. weniger als 100.000 Kilometer gefahren ist oder C. Sicherheitsgurte hat, die breiter sind als 5 cm. Ja. Weniger als 100.000 Kilometer gefahren ist das, glaube ich, nicht. Weil angenommen, ich habe ein altes Auto und das ist, sage ich mal, 20.000 Kilometer gefahren. Ich habe es dann in die Garage gestellt. Ja. Genau eben deswegen als Geldanlage. Dann ist es mit Sicherheit auch noch ein Oldtimer. Anbauteil. Sicherheitsgurte, die breiter sind als 5 cm. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht, warum man deswegen kein... Also es gibt ja so eine Regel, dass man... es gibt ja, meine ich, auch Oldtimer, die gar keine Gurte haben. Ja. Ja, und die darf man dann trotzdem fahren, aber das hat jetzt nichts mit der Frage zu tun eigentlich. Was bedeutet denn Anbauteile, die jünger als 10 Jahre nach... jünger sind als 10 Jahre nach Erstzulassung? Also, das wäre dann quasi ein Spiegel aus dem Jahre 1996. Das wäre ein Anbauteil. Und dann ist es kein... Ja, ich glaube, das ist doch eine der Sachen, die ein Oldtimer dann auch auszeichnet, dass er halt schon so alt ist und trotzdem halt noch läuft. Ja, lass mal A machen. Dann mach du es, dann hast du die Verantwortung und ich bin fein raus und kann sagen, oh. Du wolltest ja gewinnen heute. Ich muss nur sagen. Ich muss es nur sagen. Ja, A. Oh.
Okay, mach mal. Ja. Scheiße. Werner muss erst noch zustimmen. Boah. Ja, ich muss es sagen. Roman, Respekt. Gleich bei der ersten Frage wirklich volle Verantwortung übernommen. Hat er keine Wahl. Das H-Kennzeichen ist ein Autokennzeichen für Oldtimer. Damit Fahrzeuge solch ein Kennzeichen bekommen, ist das Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich. Dafür müssen sich die Oldtimer in einem guten Erhaltungszustand befinden und weitestgehend dem Originalzustand entsprechen. Deshalb reicht es nicht, dass das Fahrzeug 30 Jahre oder älter ist. Es darf auch keine Anbauteile wie Rückspiegel oder Gepäckträger aufweisen, die jünger sind als 10 Jahre nach Erstzulassung. Super. Das ist nicht gedacht. Sehr gut. Nein, nein, das war's gut. So, die ersten 500 Euro. Was wollen wir nehmen? Neuheit, oder? Such dir was aus. Neuheit. Neuheit. Mhm. Neuheit, Neuheit. Schauen wir mal, was da kommt. Für einen höheren Vitamin-D-Gehalt gibt es seit 2014 A. oberirdisch gereifte Kartoffeln, B. Wasserflaschen mit integrierter Tageslichtlampe oder C. UV-behandelte Bäckerhefe. Oh Gott. Also ich habe von keiner Neuheit gehört, die A, B oder C irgendwie in sich trägt. Oh Gott, das klingt doch alles sehr chemisch. Also, ich würde erstmal B ausschließen. Wasserflasche mit integrierter Tageslichtlampe. Ja, wieso sollte man denn auch Vitamin D? Da ist eine Wasserflasche und da geht also Licht rein. Finde ich jetzt komisch. Ja. So, oberirdisch gereifte Kartoffeln. Gut, Kartoffeln sind unter der Erde normal, da kommt kein Sonnenlicht ran. Kann natürlich sein, wenn die auf einmal oben sind, wenn die irgendwie so gezüchtet sind, dass die oben liegen, dann bekommen die ein bisschen Sonnenstrahlen, dann ist auch ein bisschen Vitamin D wahrscheinlich. Dass quasi in der Schale der Kartoffeln dann quasi Vitamin D mit einwirkt. Seit 2014 gibt es behandelte Bäckerhefe. Darf die überhaupt behandelt werden? Ist das nicht irgendwie, muss das denn nicht gekennzeichnet sein? Und ich habe noch nie, wenn ich beim Bäcker bin, irgendwo gelesen, passen Sie auf, hier, das Brötchen hat UV-behandelte Bäckerhefe oder beziehungsweise ein Hefekuchen. Also ja, A oder C. Vielleicht solltest du, ich glaube, du hast da ein gutes Gespür für, was da gerade richtig ist. Ich bin für A. Du bist für A? Das klingt für mich noch am logischsten, dass man das machen kann. Dann nehmen wir A. Dann nehmen wir A. Ja, aber wenn die Kartoffeln über der Erde wachsen, dann kann man ja gar keinen Erdäpfelsalat mehr daraus machen. Ja, das stimmt. Durch Sonnenlicht wird der Vitamin-D-Bedarf des Körpers häufig nicht gedeckt. Da wenige Lebensmittel nennenswerte Mengen enthalten, wurde laut EU-Beschluss von 2014 UV-behandelte Bäckerhefe als neuartiges Lebensmittel zugelassen. Hefe enthält Ergosterol, das durch die Bestrahlung mit UV-Licht in Vitamin D2 umgewandelt wird. Mit der Hefe hergestellte Backwaren enthalten pro 100 Gramm ungefähr 5 Mikrogramm an Vitamin D2 und decken damit ein Viertel der empfohlenen Tagesdosis. Jetzt müsst ihr nur die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ja. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Lass mal Schlagzeilen machen. Machen wir, ja, natürlich machen wir Schlagzeilen. Zweifel haben wir das Publikum da. Ja, natürlich. Nachdem auf Anordnung 6000 Liter Alkohol durch Beamte im südindischen Bundesstaat Kerala entsorgt wurden, A. erzielten Reisbauern aus der Gegend Rekordernteergebnisse, B. kam aus Wasserhähnen eines Hochhauses ein Alkoholgemisch oder C. legten 13 betrunkene Rinder einen Verkehrsknotenpunkt lahm. Schade, ich hab das gelesen, die haben das weggeschüttet und dann ist was passiert. Ja. Mhm. Aber genau dann habe ich aufgelöst. Dann habe ich aufgehört zu lesen, glaube ich. Kam aus Wasser hin, eines Hochhaus, ein Alkoholgemisch, legten 13. Also die C klingt für mich am ehesten nach einer richtigen Schlagzeile. Die haben das weggeschüttet, dann haben die das getrunken, die Rinder. Also irgendwann, weil das in irgendeinem See sich gesammelt hat oder in einer Pfütze. Kam aus Wasser hin, eines Hochhauses, ein Alkoholgemisch. Das hieße, der Alkohol wäre wohin geschüttet worden, was dann wiederum in die Wasserleitung eingespeist worden wäre. Das heißt, die hätten das aber dann 6000 Liter? Ja, das ist schon eine Menge. Das ist schon eine richtige Menge, ne? Ja. Erzielten Reisbauern aus der Gegend Rekord Ernte. Ich hatte jetzt kurz gedacht,
dass die dort sehr viel Reis verkauft hätten, eine große Nachfrage. Weil das kann natürlich sein, wenn der dann sich da ablagert und Leute sagen, hey, lustig, Alkoholreis. Aber dann, also wegen Alkohol glaube ich nicht, dass mehr Reis wächst. Dann ist es entweder B oder C und da bin ich eher bei C auch. Mhm. Dann lass uns C machen, oder? Ja. Wenn ihr euch einig seid. Dann nehmt, ja, wenn wir uns einig sind, dann nehmen wir C. Das heißt wieder, wir brauchen so lange. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein schönes Video. Ich bin gespannt. Im südindischen Bundesstaat Kerala gelten in Bezug auf Alkohol strenge Regeln. Nachdem Beamte Anfang 2020 rund 6000 Liter konfiszierten Alkohol in einer Grube entsorgt hatten, gab es eine böse Überraschung. Er sickerte in einen nahegelegenen Brunnen, der auch ein Hochhaus mit Trinkwasser versorgt. Eines Tages im Februar spuckten die Wasserhähne im Wohnkomplex plötzlich ein Alkoholgemisch aus. Während der mehrwöchigen Brunnenreinigung mussten die Bewohner anderweitig mit Wasser versorgt werden. Ah. Komm wieder ran. Klingt ja auch, also. Ja. Ja, Grundwasser, ja. Klingt ja auch am logischsten. Vielleicht sind wir einfach zu geil auf so Schlagzeilen, genau. Wie Kühe sind alle besoffen. Der Elton hätte gesagt, warum genau 13 Rinder? Es bleibt warum bei 500 genau Euro. Das ihr könnt ausgleichen. Die legen ja eh Verkehrspunkte lahm. Und warum sollen die noch besoffen? Das hätte ich eher gesagt. Also, so, wir kümmern uns jetzt um die eigenen Fragen. Ja. Mach du diesmal. Mach ich diesmal? Ja, mach's diesmal. Dann machen wir total genial. Okay. Wir lassen Essen und Trinken noch mal ein bisschen stehen heute. Wer auf Reisen einen Knopf annähen muss, aber weder Faden noch Nadel dabei hat, dem helfen im Notfall. Oh, spannend. A. Ein Klebezettel und ein Filzstift. B. Eine Zahnbürste und eine Foldback-Klammer. Oder C. Ein Enthefter und ein Waschlappen. Also, wenn ich jetzt hundertprozentig wüsste, was eine Foldback-Klammer ist. Zurückfalteklammer. Ist es dieses Ding? Und dann kannst du das um. Weil es ist ja keine Büroklammer. Da wird ja Büroklammer dieses, da stehen. Was man so drüber. Weißt du, wie in so Schulheftern, die man so. Du hast hier quasi so zwei Metalldinger und dann kannst du die quasi so spreizen. Und dann sind die da. Dann gibt es im Ganzen ein bisschen. Das habe ich noch. Haltigkeit. Jetzt gehen wir mal weiter. Wie kann man da nähen? Waschlappen, vielleicht kann man sich da so einen Faden rausziehen aus einem Waschlappen, weil der ist ja mal so ein bisschen verwuschelt. Hast du schon mal einen Faden? Und einen Hefter? Keine Nadel sein. So ein bisschen so, weißt du? Nee, ist nicht der Enthefter das, wo man mit einer Foldback-Klammer mit wieder rauszieht? Ja. Ja, ich glaube, wir sollten das Publikum fragen. Also, sagen wir mal so, ich kann mir im A nicht vorstellen, wie das halten soll. Klebezettel, fangen wir mal so an. Egal, ob wir wissen, jetzt schließen wir mal was aus. Weil Klebezettel, der ist nur, wenn überhaupt, nur auf einer Seite klebt der. Und dann, was machst du mit einem Filzstift? Anmalen? Verstehe ich. Kannst du nicht mit nähen. So, ein Enthefter und ein Waschlappen. Was machst du mit dem Waschlappen? Also, der ist dann nass, da ist der Waschlappen. Ja, aber aus dem Waschlappen könntest du so einen Faden rausnehmen. Und dann mit dem Enthefter annähen, oder wie? Bitte? Dann mit dem Enthefter annähen. Ja, das ist So, ich weiß nicht, was eine Foldback-Klammer. Ich würde es tatsächlich machen, ich nehme diese Klammer, egal wie die funktioniert, nehme die Zahnbürste und biege das dann mit der Zahnbürste. Da drücke ich dann drauf und dann ist das fest. Also ich stecke diese Klammer durch die vorhandenen Löcher im Knopf, dann gucken die Klammern raus und dann kann ich das mit der Zahnbürste, weil mit dem Finger ist wahrscheinlich zu anstrengend, randrücken. Das ist meine Idee. Aber da ich nicht weiß, was eine Foldback-Klammer ist, ist das wahrscheinlich auch totaler Schwachsinn. Ich glaube, wir loggen B ein. Was? Wir nehmen B. Weil wir keine Ahnung haben. Jetzt wird's hier ganz vogelwild. Hat sich ein Knopf gelöst und Nadel und Faden sind nicht zur Hand, so können eine Zahnbürste und eine Foldback-Klammer aushelfen. Dazu zunächst mit Hilfe der Klammer eine Borste aus der Zahnbürste herausziehen. Die Borstenenden werden nun durch die Knopflöcher gefädelt und wie mit einer Nadel durch den Stoff gezogen. Mit der Klammer werden die beiden Enden der Borste verdreht und schon ist der Knopf wieder fest. Ist das ein Hammer-Tipp, oder? Aber ich Leute, die ersten 500 Euro. Vergesst auf Reisen Nadel und Faden, packt euch eine Foldback-Klammer ein. Ja, wer weiß, was damit noch alles geht. Ja, so, beide Teams haben 500 Euro. Das finde ich gut. Das war richtig gut. Ne? Ah,
Ich habe nichts verstanden, was Sie die ganze Zeit gesagt haben, aber es war die richtige Antwort. Die haben es ja auch nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Ja. Nächste Kategorie. Hausbau. Also, machen wir Hausbau, ne? Da kennt sich Bernhard aus. Nee, aber da, die Hauptsache, sind alles Hausbauer. Richtig. Ah, stimmt, ja, und wir haben, ja. Da ist mit Sicherheit ein Häuslebauer bei. Was wird bei Gebäuden als graue Energie bezeichnet? Oh. A. Energie, die durch geöffnete Fenster verloren geht. B. Energie, die notwendig ist, um ein Gebäude zu errichten. Oder C. Fossile Brennstoffe, die durch Modernisierung eingespart werden. Okay. Ach, das ist ja mal interessant. Wenn man jetzt sich zum Beispiel B anschaut, Energie, die notwendig ist, um ein Gebäude zu errichten, wenn man an Beton oder sowas denkt, aber ich glaube, das ist nicht, weil Beton grau ist. Ist Energie, die durch geöffnete Fenster verloren geht, nicht einfach verlorene Energie, die durch geöffnete Fenster verloren geht? Also wieso kriegt die eine Farbe? Würde ich jetzt so überlegen. Dass man sagt, hey, schau mal, da ist graue Energie. Ihr habt doch ein bisschen Erfahrung mit Hausbau gesammelt. Mhm. Gut, C, fossile Brennstoffe, die durch Modernisierung eingespart werden. Würde man genau bei einem, also wenn ich die Heizung wechsle und ich habe vorher eine Ölheizung. Mhm. Und danach habe ich Kohle. Kohle. Zum Beispiel. Oder Gas. Da habe ich ja eine Differenz, was fossile Brennstoffe angeht. Ist das dann die graue Energie, wo ich sage, ja, wir haben 200 Kilogramm graue Energie eingespart? Wohin zieht es sich denn am ehesten, Bernhard? Mich zieht es am ehesten ein bisschen zu B. Weil es gibt ja immer diesen ökologischen Fußabdruck und die ganzen so versteckte Werte, die halt auch relevant sind. Also wie viel Energie hat es gekostet, dieses Haus zu bauen? Ist ja ein Unterschied, ob ich die Sachen mit dem Flugzeug und Hubschrauber hinbringe oder auf einem Eselkarren. Es ist vielleicht schneller, aber es verbraucht mehr Energie. Und dass man dann sagt, ja, das ist halt... Aber warum grau? Ja, weil alle anderen Farben zu schön sind. Müsstet ihr euch für eine Antwort entscheiden. Bernhard, jetzt bist du hier dir. Soll ich es? Komm, mach. Ich vertraue dir blind. Dann mach die Augen zu. Mach. B. Wobei, für mich hat ja Roman eine gute Erklärung geliefert mit dem Hausbau und grauer Energie. Das hat was mit dem Beton zu tun, mhm, und so weiter. Oh Gott, das hört sich für mich persönlich sehr schlüssig an. Als graue Energie wird die Energie bezeichnet, die für die Herstellung von Produkten benötigt wird. Im Falle eines Gebäudes umfasst dies sämtliche Energiemengen, die zur Gewinnung der einzelnen Materialien, Herstellung und Verarbeitung von Bauteilen, den Transport von Arbeitskräften oder auch der Entsorgung von angefallenem Müll notwendig sind. Bei grauer Energie handelt es sich also um die zur Errichtung eines Gebäudes notwendige Primärenergie. Sehr gut, richtig, 1000 Euro. War die richtige Entscheidung, auf dich zu hören. Oder nee, dir zu vertrauen. Oh, essen und trinken, es wird Zeit. Jetzt aber mal was Leichtes. Ich hab Hunger. Was ist laut deutschem Lebensmittelbuch der Unterschied zwischen Gelee und Aspik? A. Aspik ist besonders schmackhaftes Gelee. B. Gelee beinhaltet ausschließlich pflanzliches Geliermittel. Oder C. In Aspik wird Gemüse eingelegt, in Gelee Fleischware. C schließe ich aus. Wieso? Weil es gibt auch Putenbrust in Aspik. Okay. Gelee beinhaltet ausschließlich... Also ich kannte Aspik allgemein nur, dass in Aspik ist was allgemein eingelegt. Und in Gelee zum Beispiel benutze ich immer, wenn du Schweinebraten hast. Mhm. Da gibt es ja manchmal noch die Bratensoße fest als Geleeform. Die kannst du dann ein bisschen schneiden und dann über deinen Schweinebraten. Oh, das ist ein Traum. Findest du, der schmeckt dann besser? Das ist super. Das Problem beim Elton ist, wenn er irgendwo hinkommt und dann sagt jemand Gelee oder Aspik, dann sagt er egal. Da haben wir auch Köche dabei oder Leute, die den Unterschied kennen. Ich würde auch, weil ich schließe gerade alles aus. Ja, das ist, und ich kenne mich auch schließe gerade alles aus. Und Gelee aus mit Aspik. Das ist, glaube ich, wirklich... Fragen wir das Publikum, ja? Wir fragen das Publikum. Ach, da kann jemand helfen, da bin ich mir so sicher. Ich hoffe es doch sehr. Also wenn da jetzt keiner helfen kann, ist in eurem eigenen Interesse. Aspik-Gelee. Traut euch. Nein, ist nicht euer Ernst, oder? Doch, komm. Doch, guck mal. Ja. Jetzt, warte. Warte. Warte, es kommt sofort. Wir kommen mit dem Mikrofon zu dir. Ja, gut. Das finde ich schon mal sehr gut.
Ich hab das schon in ihrem Blick gesehen. Ja. Die waren so ein bisschen unschlüssig. Soll ich nicht getraut, soll ich melden oder nicht? So, jetzt aber. Hallo. Hallo. Wer bist du? Nicole. Nicole, grüß dich. Hallo. Woher kommst du, Nicole? Aus Neumünster. Aha. Ich würde Antwort C sagen. Okay. Und gibt's auch eine, hast du irgendeine, oder ist einfach... Einfach so. Gefühl. Gefühl, ja. Okay. Alles klar. Dann haben wir C eingeloggt. Ich schließe alles und aus. Wir werden das sofort überprüfen, Nicole, ob das die richtige Antwort ist. Die 32 Mitglieder der Lebensmittelkommission aus Verbraucherschaft, Lebensmittelüberwachung, Wissenschaft und Wirtschaft definieren Gelee wie folgt. Gelee ist die erstarrte Mischung aus Wasser, Geliermittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, Essig oder Säurungsmitteln sowie Salz und anderen geschmacksgebenden Zutaten. Und zum Thema Aspik heißt es schlicht, besonders schmackhaftes Gelee wird Aspik genannt. Eine genauere Abgrenzung zu Gelee gibt es nicht. Ah, es ist Antwort A. Antwort A. Nicole, trotzdem Dankeschön. Ja, die beiden hätten es nicht gewusst. Dankeschön, Nicole. Kein Geld für euch. Es bleibt bei 500 Euro. Ihr könnt euch ein Stück absetzen. Was steckt denn immer hinter so Fragezeichen? Das ist irgendeine Kategorie. Überraschung. Da ist eine Frage. Es kann alles sein. Überraschung. Das ist meistens, wenn man nicht weiß, was man sonst nehmen soll, nimmt man das Fragezeichen. Das ist alles keine Kategorie. Dann überlegt doch noch ein bisschen, wir nehmen so lange schon mal das Fragezeichen. Machen okay. Wir mal, ne? Das nehmen wir gleich. Die 50-30-20-Regel. A. Sorgt für eine übersichtliche Anordnung der Kleidung im Schrank. B. Hilft, mit einem bestimmten Budget auszukommen. Oder C. Ist nützlich, um Termine pünktlich und ohne Stress einzuhalten. Gibt es immer was für dich, Roman C.? Super. Das gefällt mir jetzt schon. A. Übersichtliche Anordnung der Kleidung im Schrank. Man könnte halt sagen, okay, 50% keine Ahnung, 50% Oberteile und keine Ahnung, T-Shirts und Pullis, 30% Hosen, Unterwäsche, 20% was weiß ich. Socken. Schuhe, keine Ahnung, sowas könnte man natürlich machen. Hilft mit einem bestimmten Budget auszukommen. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, du hast also ein bestimmtes Budget, ja. Es gibt ja genau solche Regeln, die quasi, wo du dir auch dann einen Plan machst. Okay, ich will von Summe X will ich so und so viel Geld maximal für diese Sache ausgeben. Keine Ahnung, 50% für, keine Ahnung. Irgendwas? Für Essentials, für Miete, was weiß ich. 30% für Ernährung oder fürs Essen, fürs Trinken und so weiter. Und 20% für, keine Ahnung, Hobby. Also sowas gibt's ja. Ja, vielleicht ist das ja, also 20% sparen, 30% wohnen, oder so, 50% genau. Leben. So als könnte sowas sein. Also man sagt ja, so ein Drittel soll für die Miete und sowas gehen. Das haut nicht immer hin, hat mich mir sagen lassen. Das stimmt auch. Gerade in den Städten. So. Kommt aber, wo man wohnt. Ja. Und C ist nützlich, um Termine pünktlich und ohne Stress einzuhalten. 50 Minuten vorher losfahren, 30 Minuten vorher ankommen, 20 Minuten warten. Sehr aber sehr die Regel, die kann ja gar nicht gelten, weil manchmal fährt man auch 3 Stunden. Ja, eben, deshalb. Also das ist so... Also sind wir beide bei... Also ich bin zumindest am ersten bei B. Ich auch. Sagst du es diesmal? Ich meine, das nützt nichts, weil meine B. Stimme... Siehst, B wie Bertha. Ich muss es sagen. So, dann sag B wie Budget. B wie Budget. So. Bernhards Budget. B wie Bernhards Budget. Ziel der 50-30-20-Regel ist es, auch mit einem geringen Einkommen auszukommen und dabei noch zu sparen. Finanzexperten empfehlen, Ausgaben in 3 Kategorien zu teilen. Fixkosten wie Miete, Essen, Versicherungen sowie Handyrechnung sollten 50% des Nettoeinkommens nicht übersteigen. 30% des Einkommens können für persönliche Bedürfnisse wie Hobbys, Essen gehen und Urlaub verwendet werden. Die restlichen 20% sollten gespart werden, um so Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben zu bilden oder zur Schuldentilgung verwendet werden. Läuft erstmal bis hierhin. 1500 Euro sind es damit. So, ihr müsst euch jetzt ein bisschen... ranhalten, dranbleiben. Oder Chemie des Alltags, finde ich auch schön. Du bist in Chemie besser als Kinofilme gucken. Nee, aber vielleicht ist... Nee.
Dann ist unter Chemie des Alltags eher quasi eine Metapher vorgestellt. Also, du hast keine Mensch, die Menschen sind miteinander. Ja, wir können es nehmen, klar. Chemie des Alltags. Chemie. Nee, warte mal. Ne. Ja, jetzt ist es zu spät. Wenn es wirklich um Chemie geht, bin ich raus. Ja, was denn jetzt? Ich dachte, das wäre quasi ein, steht für das menschliche Miteinander, so die Chemie untereinander, von Mensch zu Mensch. Ach so, meinst du? Das ist wie ticken wir. Das kann ja sein. Hm. So, kommen wir zur Frage. Ja. Warum wirkt Silber desinfizierend? A. Silber bildet mit CO2 eine saure Schicht. B. Die Beschaffenheit von Silber ist zu glatt für organische Strukturen. Oder C. Silberionen greifen die Zellwand von Bakterien an. Also B macht irgendwie Sinn, finde ich. Weil pass mal auf, Silber läuft doch an. Das muss man ja hinterher wieder. Warum? Ist das wegen dem CO2 oder ist es wegen dem Sauerstoff? Ich glaube, es ist wegen dem Sauerstoff. Und dann bildet es eine saure Schicht. Finde ich jetzt komisch. So. Silberionen greifen die Zellwand von Bakterien an. Das kann ja vielleicht sein. Das ist. Aufgeladenen Ionen greifen die Zellen. Kann ich mir auch vorstellen. Aber ganz kurz, B macht keinen Sinn, finde ich. Weißt du warum? Hast du nicht gerade gesagt, B macht keinen Sinn? Ja, ich habe gerade nochmal einen Gedankenblitz gehabt. Ja. So, desinfizieren heißt ja, okay, ich kann mir jetzt Silber in die Hand tun und dann löscht es quasi die Bakterien aus, in Anführungszeichen. So, aber nur die Beschaffenheit vom Silber an Stück, vom Silber an sich, es kann ja nicht nur, weil es irgendwie glatt ist, von meiner Hand beispielsweise die ganzen Bakterien verschwinden lassen. Das funktioniert ja nicht. Also das wäre auf jeden Fall ein sehr teures Desinfektionszeug. Ja, und dasselbe gilt dann aber auch für A, wenn du das... Ja, finde ich nicht quasi verkehrt. Du hast eine kleine offene Wunde und packst da eine richtig reine Silbermünze drauf. Mhm. Dann kann die keine Schicht mehr bilden und du hast recht, dann ist es egal. Dann kann das tatsächlich. Nach deiner guten, sehr guten Argumentation bin ich dann auch bei C. Die greifen denn die Zellwand von Bakterien an, weil da sind positive, negative geladene Ionenteilchen, keine Ahnung wie das. Und finde ich gar nicht so verkehrt. Wir haben ja keinen Publikumsjoker mehr und ich finde die Argumentation kann ich sehr gut nachvollziehen. Also wäre ich dann tatsächlich dann bei C. Oder? Was sagst du? Ja. Das ist gut. Ja, du hast es gut. Ja, wir nehmen C. Dann nehmen wir C. Also falls Sie sich mal wieder schneiden, vergessen Sie das Pflaster, einfach ein bisschen Silber drauf. Oh. Medizinische Geräte und Prothesen werden oft aus Silber hergestellt oder damit beschichtet. Das nicht ohne Grund. Bakterien, Viren und Pilze können auf Silber nicht überleben. Die Silberionen setzen geladene Silberteilchen frei, die die Zellwand von Bakterien angreifen. Diese stören sie bei der Nahrungsaufnahme, bis die Bakterien schließlich absterben. Bei vielen Viren und Schimmelpilzen blockieren die Silberionen wichtige Andockstellen. Sehr gut. 500 Euro, das war wichtig. 500 Euro dazu. Hier steht bei 1000. Wir haben noch Im Grünen, Unterwasser, damals und Filmstars. Pass auf, überleg du, Im Grünen, Unterwasser oder damals und solange nehmen wir Filmstars. Wir haben ja noch das Publikum. Na, okay. Hey, ihr seid doch. Ah, wir haben ja noch das Publikum. Ja, ja. Wir haben ihr noch seid doch Filmstar. Ja, genau. Und Take vielleicht ist over, es eine Frage, total auf, vertauscht. Ja. Der Elton, der macht jetzt. Es geht um Oscar-Preisträgerin Jodie Foster. Gut, da bin ich immer raus. Ich auch. A. Arbeitete in jungen Jahren als Rausschmeißerin im Nachtclub. B. Synchronisiert sich in französischen Versionen ihrer Filme selbst. Oder C ist die einzige Frau, die bislang einen Schachcomputer besiegte. Jodie Foster. Also was irgendwie am nächsten klingt, ist halt wahrscheinlich B. Synchronisiert sich in französischen Versionen ihre Filme selbst. Ist Jodie ein französischer Name? Jodie? Jodie Foster. Kann natürlich sein, dass sie französische Wurzeln hat. Aber wenn sie gut, also kann das sein, dass sie französisch spricht und dann... Die einzige Frau, die bisher einen Schachcomputer besiegte, glaube ich nicht. Man kann Schachcomputer so einstellen, dass man sie besiegen kann. Hm. Deshalb wäre also das. Raus, das wäre dann, wenn in Jahren als Rausschmeißerin im Nachtclub. Also am logischsten ist für mich B. A kann es natürlich auch sein, ja. Aber es ist halt. Was machen wir denn jetzt mit der Frage? Ich bin auch am ehesten bei B. Ich hätte aber hier gar kein Problem, das mit dem Publikum abzuchecken, weil das vielleicht einer gelesen hat. Außer den noch nicht gucken. Außer ja, scheiße, sagst, stimmt, ja. Dann, was machen wir? Außer du sagst, wir gehen riskieren es zusammen. Pass auf, überleg du noch, wir nehmen so lange schon mal das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Okay. Das entscheidet immer für mich, aber das guck ist mal. Meistens die richtige Entscheidung. So, hier guck mal. Hat sich schon jemand gemeldet. Ganz kurz noch den
Ganz kurz noch die Hand oben lassen. So, kommt gleich der Kollege mit dem Mikrofon. Jetzt bin ich gespannt. Hallo. Halt hier. Wie heißt du? Konstantin heiße ich. Hi. Konstantin, weißt du die richtige Antwort sicher oder musst du auch raten? Also zwischen Wissen und Nichtwissen ist ja immer noch so eine gewisse graue Energie, würde ich jetzt mal sagen. Und in meinem Fall würde ich sagen, also ich tendiere auch ganz stark zu B. A schließe ich aus und C auch. Dementsprechend wird B schon richtig sein. Gut, Konstantin, okay, wir haben Antwort B festgehalten und werden das jetzt überprüfen. Schauspielerin Jodie Foster gilt als hochintelligent mit einem IQ von 132. Sie selbst sagt, dass sie ihren IQ gar nicht kenne. Trotzdem gelang ihr in Yale ein Magna Cum Laude Abschluss. Zuvor schloss sie eine französischsprachige Privatschule in Los Angeles als Jahrgangsbeste ab. Jodie Foster spricht fließend Französisch. In einigen Filmen wie Summersby oder Panic Room synchronisierte sie sich für die französische Fassung daher selbst. Konstantin, richtige Antwort. Sehr gut. Vielen Dank. Auch dein Applaus. Danke dir. In Taxi Driver hat sie zum Beispiel auch noch mitgespielt. Ne? Das ist 62 geboren. Also gut. Kannst du jetzt schon gucken, was wir gleich nehmen? Ja, ihr steht erstmal bei 2000 Euro. Ach. Aber ihr müsst erstmal abwarten, was gleich noch übrig ist. Bio oder Geschichte? Bitte? Bio oder Geschichte? Dann eher Bio. Geschichte. Damals. Damals. Der römische Wagenlenker Gaius Apuleius Diocles, wer kennt ihn nicht? A. Entwickelte den Vorläufer des heutigen Führerscheins. B. Verdiente in 24 Jahren umgerechnet etwa 13 Milliarden Euro. Oder C. Trug als erster Römer eine Unterhose. Also. Was hast du? Entwickelte den Vorläufer des heutigen Führerscheins. Okay, der war Wagenlenker und hat vielleicht Leute ausgebildet, die dann auch den Wagen lenken dürfen. Und das war jetzt nicht unbedingt, dass sie das können, aber vielleicht auch eine Art Auszeichnung. Wenn jemand sicher von A nach B möchte, dann nimm doch... Durfte er einen Wagen lenken? Du, nimm doch den Wagen von Diocles. Die Leute, die haben wenigstens einen Führerschein. Also die wissen, womit sie, wie sie fahren können. Kann ich mir ein bisschen vorstellen. Mhm. So, verdient in 24 Jahren umgerechnet etwa 13 Milliarden Euro. Problem kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Vielleicht war der Wagenlenker von den ganzen Cäsaren, von den Kaisern, von den Senatoren, hat dafür ordentlich Kohle gekriegt. Oder war auch Ausbilder, Kolosseum, keine Ahnung. Und da hat er unfassbar viel Kohle mit verdient. Kann ich mir auch vorstellen. Trug als erster Römer eine Unterhose. Wie will man das feststellen? Ihr gucken. Ja. Guter Punkt. Aber wie will man feststellen, dass nicht ein anderer vielleicht auch schon eine Unterhose hatte? Mhm. Auch gucken. Alle Römer. Alle gucken. Alle Römer. Also, ich schließe C auch aus. Ich würde C erstmal ausschließen. Ja. Aber jetzt ist natürlich, stellt sich die Frage für mich, wie könnte denn B Sinn machen und wie könnte man denn als Wagenlenker in 24 Jahren 13 Milliarden verdienen? Der ist ja umgerechnet. Also, ja, oh klar. Der hat halt Goldmünzen bekommen. Mhm. Und Gold ist ja heute wahrscheinlich wesentlich wertvoller wahrscheinlich als früher. Okay, komm. B. B. Ich bin erleichtert. Gaius Apuleius Diocles war Wagenlenker im antiken Rom des 2. Jahrhunderts. Berühmt wurde er durch seine 1462 Siege in über 4000 Rennen im Circus Maximus. Die großzügigen Preisgelder brachten ihm in seiner 24-jährigen Karriere etwa 36 Millionen Sesterzen ein. Genug, um den Getreidebedarf von ganz Rom für ein Jahr decken zu können. Historikern der University of Pennsylvania zufolge entspräche das, auf heutige Verhältnisse übertragen, etwa 13 Milliarden Euro. Ihr bleibt dran. 1500 Euro. So, wir haben noch zwei Kategorien. Geben ein bisschen Gas. Im Grünen oder unter Wasser? Ich bin nicht überrascht, dass du eine Entscheidung treffen kannst. Unter Wasser. Was sind wir? Unter Wasser. Gut. Ein Tiefseekrebs ist nach der Band Metallica benannt worden, da er A. sich in Gruppen trifft und mit dem Kopf wackelt. Sehr lustig. B. einen hellen Fleck in Blitzform auf dem Panzer trägt.
Oder C, zwischen metallhaltigen Klumpen am Meeresboden lebt. Das ist sehr, sehr lustig. Also, hast du irgendeine Ahnung? Nee, A würde ich ausschließen, irgendwie vom Gefühl. Sich in Gruppen treffen, wir reden ja von der Tiefsee, da ist einfach so Headbanger, ja, genau. Headbanging. Wir haben genau zwei Scheren immer offen nach vorne. Ja, der war den, ja. Einen hellen Fleck in Blitzform auf dem Panzer trägt oder zwischen metallhaltigen Klumpen am Meeresboden lebt. Gut, Also, es gut, gibt in der Tiefsee metallhaltige... Wo leben denn? Aber Krebse schwimmen ja nicht. Oder also Krebse leben, krabbeln ja meistens. Am Meeresboden. Das heißt, sie sind eher am Boden. Genau. Und metallhaltige Klumpen sind ja, also das ist dann wahrscheinlich, sind schwer, das heißt, sie liegen auch dann am Boden. Das heißt, das würde am ehesten Sinn machen. Ich habe keine Ahnung, ich würde zwischen B und C schwanken. Dann, Entscheidung. Du, dich tendierst eher hinzu? Komm, Roman, übernehm nochmal Verantwortung. Oh ja, mach das. Oh, mach das. Übernimm Verantwortung. Oh, mach das. Sehr gut. Nee, das finde ich auch gut. Auch Frauen mögen das total, wenn Männer Verantwortung übernehmen. Metallica ist eigentlich ein witziger Name. Ja. Und so ein Forscher, der jetzt hier so Tiefseekrebs, der Metallica nennt. Das ist ja dann irgendwie auch, da ist ja ein gewisser Witz dabei. Und vielleicht, mal kurz, und vielleicht ist so ein heller, so ein Fleck mit einer Blitzform, der hat dann wieder was, das ist witziger als metallhaltige Klumpen am Meeresboden. Vielleicht haben die deswegen gesagt, komm, hat er so einen Blitz, den nennen wir auch Metallica, so ein Rockstar. Ja. Ja, machen wir halt B. Der Blitz ist eher AC/DC. Ein Lobster ist ein Rockstar. Macrostylis metallicola lebt im Pazifik zwischen Mexiko und Hawaii in 5000 Meter Tiefe und ist nur bis zu 6,5 Millimeter lang. Metallica-Fan und Senckenberg-Wissenschaftler Torben Riehl wählte den Namen 2020, da der Krebs zwischen Manganknollen lebt. Diese Klumpen aus Metallverbindungen enthalten neben Mangan, Eisen, Kupfer, Kobalt auch seltene Erden. Metallicola bedeutet so viel wie Metallbewohnerin. Riehl möchte mit der Benennung auf das schützenswerte Ökosystem der Tiefsee aufmerksam machen, das durch einen möglichen Abbau der Manganknollen gefährdet ist. Ja, ich hätte auch mein erstes Gefühl hören müssen. Ja, also der Impuls bleibt bei 2000 Euro. Und damit habt ihr die Chance noch auszugleichen mit der letzten Frage aus der Kategorie im Grünen. Kann ich aber nicht damit aus. Schauen wir mal. Also, man muss Konzentration, letzte Chance und ihr könnt ausgleichen. Die Blüten der gewöhnlichen Rosskastanie verfügen über eine Art A. Farbampel, die anzeigt, welche Blüte bereits bestäubt wurde. B. Einbahnstraßensystem, durch das Ameisen gelotst werden. Oder C. Geschwindigkeitsbeschränkung, die schnelle Insekten ausbremst. Also, ich weiß nicht, Farbampel, die anzeigt, welche Blüte bereits bestäubt wurde. Was hat das für einen Sinn? Also eine Biene kommt da hin oder sagt, ah, nee, rot war schon, ich gehe zur nächsten. Jetzt kenne ich mich nicht so mit der Farbnehmung von... Insekten aus, das ist mein Problem. Einbahnstraßensystem, durch das Ameisen gelotst werden. Das heißt, warum die Blüte? Warum auch nur für Ameisen? So. So lustig das auch klingt, Geschwindigkeitsbeschränkung der schnelle Insekten aus. Das kann vielleicht sein. Dass es schnelle Insekten gibt und es hat ja alles einen Sinn in der Natur, sagt auch der Bernhard sehr gerne. Zweck. Vielleicht hat das tatsächlich, die strahlt vielleicht einen Duft aus, wo dann zu schnelle Moment einfach vorbeifliegen würden, weil sie zu schnell sind und sagen, oh, ah, Moment, ha, hier riecht es aber toll. Und dann werden sie langsamer und fliegen dann zur Blüte hin. Was bringt es der Blüte, dass dort eine Geschwindigkeitsbeschränkung für schnelle Insekten... Ja, damit die bestäubt wird, damit die nicht schnell vorbeifliegen, sondern denken, ach, Moment, da war doch was. Ah. Verstehe. Quasi. Richtig ausschließen würde ich nur B. Weißt du was? Übernimm mal Verantwortung. Ich habe schon die ganze Zeit Verantwortung, ja. Sehr gut, wenn das jetzt richtig ist. Ja gut, wenn das richtig ist, dann gehen wir unentschieden ins Finale. Also Geschwindigkeitsbegrenzung, warum soll man denn schnelle Insekten ausbremsen? Damit die da landen. Aber ey. Aber. Übernehm doch Verantwortung und sag A oder sag B und dann ist alles in Ordnung. Nehmen wir A. Wir nehmen A. Heiko.
Aber vielleicht ist es auch richtig. In der Natur hat alles einen Zweck. Die Kronenblätter der weißen oder rosafarbenen Rosskastanienblüten verfügen zunächst über gelbe Markierungen. Bienen als Hauptbestäuber nehmen das Gelb deutlich wahr und fliegen diese Blüten gezielt an. Wenn die Blüte bestäubt wurde und die Produktion des Nektars endet, ändert das Farb- oder Saftmal seine Farbe bald in ein für Bienenaugen unauffälliges Rot. Mit dieser Farbampel zeigt die Rosskastanie ihren Bestäubern also an, wo noch Nektar zu holen ist und welche Blüte einen Besuch nicht mehr lohnt. Rasten Sie aus, meine Damen und Herren. Nochmal 500 Euro. Und damit gehen wir mit folgendem Zwischenstand in das Finale. Roman Lochmann und Bernhard haben 2000 Euro auf dem Konto. Heiko Lochmann und Elton haben 2000 Euro auf dem Konto. Und hier ist das Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Musik. Musik? Was? Musik? Musik. Musik ist die Kategorie. Musik ist die Kategorie. Jetzt müsst ihr Geld setzen. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Ich habe schon gesetzt. Hast du schon? Na gut. Welches dieser Rockalben erschien zuerst? A. A Kind of Magic von Queen. B. Born in the USA von Bruce Springsteen. Oder C. Eye of the Tiger von Survivor. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Letzte Chance. Beide Teams haben Geld gesetzt, haben eine Antwort eingeloggt. Gleich sind wir zurück. Und dann gibt es die Entscheidung, dann erfahren Sie, wer heute hier gewinnt. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie noch dabei sind oder herzlich willkommen, wenn Sie gerade eingeschaltet haben. Wir spielen heute mit Roman Lochmann, dem Team mit Bernhard Hoeker. Beide haben 2000 Euro auf dem Konto. Und gegenüber Heiko Lochmann, dem Team mit Elton. Die beiden haben auch 2000 Euro auf dem Konto. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welches dieser Rockalben erschien zuerst? A. A Kind of Magic von Queen. B. Born in the USA von Bruce Springsteen oder C. Eye of the Tiger von Survivor. So, jetzt gucken wir erstmal, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Bernhard und Roman haben gesetzt. Alles. Elton und Heiko haben gesetzt. Auch alles. Das ist nicht sonderlich überraschend beim Ausgangskontostand. So, für welche Antworten habt ihr euch entschieden? Also ich habe mich für A entschieden, aber das wir haben uns für A entschieden, aber ich habe noch mal auf C gedrückt. An mein, so einfach an meine Disco-Vergangenheit gedacht, wann ich wie wo gehüpft bin. Also, oh Mann. Elton und Heiko haben getippt auch. Ich habe das auch gefunden, weil das war ein bisschen vor meiner Zeit. B. Antwort B. A Kind of Magic ist erschienen 1986. Ja. Okay, das ist dann doch später. Okay. Also, ja, Born in the USA von Bruce Springsteen ist erschienen 1984. Oh. Eye of the Tiger ist erschienen und damit erschien zuerst Eye of the Tiger 1982. Und damit gewinnen Roman und Bernhard 4000 Euro. Ja. 4000 Euro. Und das heißt für jeden von euch 81,63 Euro. Das betrifft jeden von euch, aber das betrifft auch all die, die heute virtueller Teil des Publikums waren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Roman, geschafft.
und 81,63 Euro auch für unsere drei App-Mitspieler, die heute gewonnen haben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke an Roman und Heiko Lochmann. Danke an Bernhard und Elton. Das war's für heute mit Wer weiß denn sowas?